Machen wir uns mal gar nichts vor. Ich bin eine kleine Plaudertasche. Und so wie mir geht es viele Menschen. Wir tauschen uns gerne aus, reden übers Wetter und on top atmen wir natürlich auch. Aber wie gehen wir mit all diesen Geräuschen beim klassischen Konzert um? Die gute Nachricht, auch bei klassischen Konzerten darf geatmet werden. Das Ding ist nur, wenn bei einem Popkonzert gehustet oder geplaudert wird, dann hört man das oft aufgrund der Geräuschkulisse und der aufgedrehten Lautsprecher nicht. Außerdem gibt es in Konzertsälen eine besondere Akustik, durch die man einerseits das Orchester richtig gut hören kann, aber dummerweise auch das Gespräch von dir und deinen Friends über den aktuellen Gossip. Bei einem klassischen Konzert wäre es tatsächlich reizend, wenn du die meiste Zeit einen auf Schweigefuchs machen könntest. Hier gilt tatsächlich, weniger ist mehr.